Eine 37-jährige Frau macht sich große Sorgen. Ihr Hund hat ein sehr verdächtiges Päckchen gefunden. Bei den Ermittlungen wegen dieses hinterhältigen Delikts geraten Kriminaloberkommissar Linus Haie und Kriminalkommissar Max Hagen in große Gefahr. Ich hoffe, dass das in der... Hey, hallo. Der Hund von der Formosa hat das im Garten auch schon gefunden. Okay. Formosa, warte, ich hole sie rein. Ne? Ist ja, boah, ich gold richtig. Ja, bitte. Ist es das, wonach es aussieht? Okay. Ich glaube. Hallo, ich bin Mosler, mein Name. Haie, Kripo Duisburg. Moin und Hagen. Hallo. Schieb ihn mal den Stuhl ein bisschen näher ran. Ja, sehr schön. Der Hund macht sich ja ohne Sitz. Ja. So, ja. Frau Mosler, erzählen Sie mal, was ist das Schönes? Also mein Hund heute Morgen hat mir das angeschleppt. Und das sieht aus wie Drogen. Und ich möchte nicht, dass mein Sohn damit in Kontakt kommt. Ich wollte es hier abgeben. Okay, von wo hat er das angeschleppt? Ich weiß nicht, vom Garten oder vom nahen Wald. Zeig mal her. Und ich mache mir auf jeden Fall tierische Sorgen um meinen Sohn. Ich möchte nicht, dass er mit Drogen oder mit den Leuten in Kontakt kommt. Also, ja, das ist Ihr Sohn? Gar nicht. Der ist 16. Und wohnt bei Ihnen? Zur Schule, ja, ja. Okay, aber der hat mit Drogen nichts am Hut? Nee, gar nicht. Na gut. Dann wird dieses kleine Päckchen ihm wahrscheinlich auch nicht zuordnen sein, oder? Nee, gar nicht. Denke ich mal. Man kann nur an alle Eltern in erster Linie appellieren, Kinder, Jugendliche aufzuklären, vor dem Konsum harter Drogen in jedem Fall zu warnen, möglicherweise auch mal aufzuzeigen, sich im Internet schlau zu machen, gemeinsam, wie sehen welche Drogen aus, wo werden sie angeboten und wo sollte ich sie auf gar keinen Fall entgegennehmen. Also der Konsum harter Drogen geht überhaupt nicht und da sind die Eltern, Erziehungsberechtigten gefragt. Weiß Ihr Sohn von dem Fund? Nee, der ist in der Schule. Ach, der ist in der Schule, gut. Mhm. Oh, hier ist ein Zettel drin. Zettel? Ein Zettel? Wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass mein Sohn damit in Kontakt kommt. Machen Sie sich erstmal überhaupt keine Gedanken um Ihren Sohn, wenn Sie sagen, der hat da nichts mit zu tun oder mit Drogen nichts am Hut. Ja. Wir wissen ja nicht, wo hat es der Hund nun letztendlich ausgegraben. Also das muss ja mit Ihrem Sohn nichts zu tun. Hier ist eine Nachricht, aber ich verstehe wirklich kein Wort. Kannst du damit was anfangen? Also ich spreche ja viele Sprachen nicht, aber die gehört dazu. Oh je, das ist ja reines Kauderwelsch. Das kann man ja überhaupt nicht entziffern. Nee, aber ich erinnere mich dunkel. Vor einiger Zeit war ich mal bei diesen Schriftsachverständigen drüben in anderer Sache. Die haben irgend so ein Programm, das ist hier auch irgendwo drauf, wenn ich es finde. Da kannst du versuchen, diesen ganzen Kauderwelsch-Krams einzugeben. Der schüttelt da irgendwas zurecht und wenn er viel Glück hat, findet er auch was. Ja, im Internet gibt es ja fast alles. Ja, das ist so ein... Ach, da haben wir es. Ja, Textkonverter heißt er, genau. So, wollen wir mal. Das Dekodiersystem entschlüsselt den Code und liefert mehrere Ergebnisse. Zunächst steht Linus Haie aber vor einem Rätsel. Doch dann nimmt der Fall eine neue Wendung. Hast du was? Ja, ach, er schmeißt mir hier 20 Sachen raus, die sehen alle genauso durcheinander wie der Quatsch da. Also da ist... Da komme ich auch nicht weiter, obwohl, Moment. Einmal schreibt er hier und übersetzt das hier mit Hallo Nick. Wenn das Zeug verkauft ist, wird alles gut. Nick? Steht da wirklich Nick? Hier steht Nick. Wer ist Nick? Kennen Sie einen Nick? So heißt mein Sohn. Ihr Sohn heißt Nick. Ja, wirklich. Also mein Sohn heißt Nick. Sie können sich das hier ruhig anschauen. Also das ist halt, wie gesagt, das, was er hier oben, das ist das, was auf diesem Zettel steht. Sehen Sie selber. Ja. Völliges Durcheinander. Und hier unten hat er einmal übersetzt halt, hallo Nick, wenn das Zeug verkauft ist, wird alles gut. Das kann doch nicht sein, dass mein Sohn damit was zu tun hat. Das wissen wir ja noch nicht. Das würden wir ja auch gerne selber wissen. Aber Sie sagen, der hat mit Drogen nichts am Hut. Nee, überhaupt gar nichts. Nicht. Also hat der Hund das gar nicht gefunden, sondern hat der das jetzt aus dem Zimmer aus ihm? Oder? Das... Was, Linus, wollen wir nicht mal uns das angucken vor Ort? Ich glaube, das macht Sinn. Wollen Sie uns das mal zeigen, wo wir... Linus Haie und Max Hagen müssen ermitteln, was der Sohn der Melderin mit den sichergestellten Drogen zu tun hat. Schon beim Eintreffen am Haus der Alleinerziehenden wird klar, hier stimmt etwas nicht. Die Tür ist hier auf. Wieso ist die Tür denn auf? Was ist denn hier los, nicht? Die Tür war auf. Warten Sie mal kurz, nicht so schnell. Die Tür war auf. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, die Tür war auf. Und normalerweise vergisst das Nick nicht. Warum ist die Tür auf? Und Kusen das Zimmer von Nick. Ja, Nick, bist du da? Bei der Suche nach dem 16-jährigen Schüler stoßen die Kripo-Kommissare in dessen Zimmer schnell auf Spuren. Die lassen das Schlimmste für den Sohn der Melderin befürchten. Die Beamten nehmen umgehend ihre Ermittlungen auf und entdecken dabei ein recht mysteriöses Schriftstück. Und überall Blut.
Frau Mosler. Ja. Sie sagten irgendwie, Sie haben keine Geldsorgen oder sowas. Hier liegt eine Zahlungsaufforderung über 10.000 Euro, relativ aktuelles Datum. Nee, lassen Sie mich nicht anfassen. Nee, das kann aber nicht sein. Das ist Sie zahlen seit 6 Monaten keine Raten für Ihren Kredit, mittlerweile 10.000 Euro Schulden, Vollstreckungsauftrag und so weiter. So einen habe ich nie erhalten. Als ich einen Blick auf diesen Brief geworfen habe, der augenscheinlich von der Bank kommen sollte, habe ich auch mich mit meinem Kollegen kurz geschlossen. Wir haben den Brief kurz gemeinsam durchgelesen. Da waren wir uns schon ziemlich einig, dass dieser Brief wohl kein Original sein wird. Der war vom Wortlaut her also nicht banktypisch. Ich glaube, ich rufe bei der Bank mal an. Das machen Sie mal. Das ist eine gute Idee. Weil das kann nicht sein. Das, Sollen wir mal gucken? Ich rufe da mal an. Ja, machen Sie einen da Moment mal. Bitte. Ja. Die Kommissare stellen bei der Inaugenscheinnahme des Hauses keine weiteren verdächtigen Spuren fest. Da auch die Bank die Fälschung des Briefes bestätigt, vernehmen die Polizisten nochmals die Hausbesitzerin. Dabei erhalten sie einen neuen Hinweis. Denken Sie nochmal bitte ganz genau nach. Also ich sage Ihnen gleich, ich habe vorne an der Tür 0 Aufbruchsspuren gesehen. Und da habe ich jetzt noch nicht genau nachgeguckt, aber so richtig sieht das auch nicht aus, als hätte jemand aufgetreten, aufgebrochen, irgendwas. Gibt's noch wegen dem Schlüssel? Los. Also wie gesagt, mein Sohn hat einen Schlüssel und ich und Nachbarn, Freunde, Bekannte, falls mal irgendwas ist, wenn sie im Urlaub sind. Sonst Nick? Also Stefan hat noch einen Schlüssel. Wer ist Stefan? Stefan ist mein Ex-Partner und ich habe ihn in meinem Imbiss kennengelernt und Der hat noch einen Schlüssel? Nee, eigentlich nicht. Ich habe ihn das kann nicht sein. Der hat ihn abgegeben. Und sind Sie denn sicher, dass Sie Ihren Schlüssel zurückgekriegt haben? Ja, er hat ihn abgegeben. Und er hat auch keinen nachgemacht. Also wäre ja eine Möglichkeit. Wie gesagt, es sieht nicht unbedingt so aus, wie als wäre hier jemand gewaltsam eingestiegen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist mein Sohn? Können Sie ihn... Wollen wir... Machen Sie doch bitte was. Ich sorge mich. Die Spurenlage hier vor Ort hat eigentlich nur mehr Fragen aufgeworfen als alles andere. Am Anfang waren wir nur unterwegs, um den Ursprung der Drohung zu finden. Jetzt sind wir hier auf dieses Haus getroffen, wo das Jugendzimmer durchwühlt war. Die Türen standen offen. Die Mutter ist natürlich völlig verzweifelt. Es werfen sich immer mehr Fragen auf, wie das alles zusammenpasst. Ach, warum muss es ausgerechnet jetzt anfangen zu regnen? Jetzt auch noch so ein Schiedwetter. Also der Hund, von wo kommt der? Da vorne ist er runtergelaufen und mir den entgegen. Und ich dann, hier vorne? Von da oder hier, keine Ahnung. Ich geh doch mal hoch. Ja, ganz gut. Lange dauert es nicht, bis die Beamten eine entscheidende Entdeckung machen. Was ist das denn? Hey, was machen Sie denn da? Hallo? Wer sind Sie? Polizei. Was ist mit dem Mann? Hey, stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Hey. Stehen bleiben, Polizei! Hey, wie geht's Ihnen? Alles gut? Keine Bewegung! Hey! Oh, Scheiße! Bist du in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Messer auf den Bach! Ja! Mann, was für ein Idiot! Hast du ihn safe? Ja! Für uns war die Situation natürlich jetzt sehr unglücklich, wo wir reingeraten sind. Wir haben die beiden Männer gesehen, der Junge lag da im Dreck, war komplett nass geregnet, der andere Mann flüchtete, lief dann in eine Sackgasse rein, kam durch das Dickicht nicht weiter und entschied sich, mich anzugreifen. Daraufhin musste ich einfach schießen. Es ist eine schlimme Situation, man will nicht schießen, man fragt sich immer, war es jetzt notwendig? Aber in dieser Situation blieb mir nichts anderes übrig. Er hatte ein Messer und kam auf mich zu. Egon von 1120. Egon hört. Wir haben hier an unserem Objekt Personen mit Schussverletzung und eine weitere verletzte Person. Wir brauchen dringend RTW, NEF und Unterstützungskräfte. Die Kriminalisten decken auf, dass es sich bei dem jungen Mann um den Sohn der Melderin handelt. Wegen seines Schockzustands ist noch unklar, was er mit dem Ex-Freund seiner Mutter in dem Wald machte. Nach Sicherung der Beweismittel beginnen die Polizisten daher sofort mit ihren Ermittlungen. Guck mal, das hatte der Täter bei sich. Ja, hier liegt auch noch Kohle satt. Ja, das Messer liegt da auch noch irgendwo. Dann gehen wir zurück. Ja, Messer liegt da auch noch. Ich nehme das Messer mit. Okay, lassen Sie uns einmal auf die Terrasse gehen, damit wir dann ins Trockene kommen. Die anschließende Vernehmung des 16-jährigen Schülers erweist sich für die Kripo-Kommissare als sehr schwierig. Ist leer. Da war bestimmt das Geld drin. So, dann erzählen Sie jetzt mal. Hier, was ist das? Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich weiß doch nicht, was der Verrückte da wollte. Ach so, der war zufällig da. Und zufällig liegt da auch dieses Messer. Und mit diesem Messer geht auf meinen Kollegen los. Und Ihr Gesicht sieht auch zufällig so aus, oder was? Ich hab doch erzählt, dass er mich geschlagen hat. Nick, du musst doch jetzt sagen, was passiert ist. Wenn das jetzt so weit gekommen ist, was soll denn noch passieren? Mann, Ihre Mutter macht sich Sorgen, die macht sie sich zurecht. Ja. Hier wurde gerade geschossen. Irgendwas muss doch hier passiert sein. Komm, du musst sagen. Ja, ist okay, meine Güte. Oh.
Ja, Stefan, hier der Ex-Freund, der hat mir auf einmal einen Brief gezeigt, wo dann drauf stand, dass meine Mutter auf einmal irgendwie irgendwelche Schulden hat oder so. Und da ich meine Mutter einfach über alles liebe, ist es doch einfach, ich weiß nicht, ich wollte ihr einfach helfen. Dann wollte ich einen Nebenjob annehmen, aber der hat gesagt, okay, das reicht nicht. Ja? Und dann hat sie mir gesagt, dann soll ich die Drogen in meiner Schule verkaufen, weil der dann nicht hinkommt. Und die Drogen hast du von Stefan, oder was? Ja. Und das war der Nebenjob, Drogen verticken. Das ist ein schöner Nebenjob. Andere tragen Zeitung aus, andere verticken Drogen. Mann, ich wollte doch das Beste für meine Mutter. Verstehen Sie das denn nicht, oder was? Aber doch, das verstehe ich. Natürlich kommt es öfters vor, dass Leute versuchen, ihre finanziellen Engpässe und Nöte durch Drogenhandel auszugleichen. Aber das ist keine Lösung. Wir reden hier von Straftatbeständen, teilweise sogar Verbrechenstatbeständen. Und die sind niemals eine Lösung, um finanzielle Engpässe zu meistern. Du hättest mit mir reden müssen. Okay, wir sollten hier, wir sind alle kitschnass. Wollen wir das an die Wache verlegen? Ich würde sagen. Um eine Flucht des Schülers zu verhindern, legen ihm die Kommissare Handschellen an. Die Ermittlungen auf der Wache werden zeigen, dass der Ex-Freund seine Wut über die verschwundenen Drogen an dem 16-Jährigen ausgelassen hat. Als er das im Wald versteckte Geld sicherte, wurde er von den Beamten ertappt und drehte durch. Wie sieht's aus? Gut geht's ihm nicht. Ja. Auf jeden Fall gar nicht. Vitalwerte sind aber erstmal stabil, oder? So von den Rücken her, sehr stark. Blutdruck war in Ordnung. Okay. Der angeschossene Täter wird wieder vollständig genesen. Er wird wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, Anstiftung zu einer Straftat, Nötigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Der 16-Jährige muss sich wegen des Handels mit Drogen verantworten.